Hallo Leute und herzlich willkommen zu Batman Arkham Asylum, Game of the Year Edition. Ja, ich habe mir jetzt vorgenommen, Batman, die zwei Teile zu spielen und da gibt es auch einen Grund für. Weil ich ja, sagen wir mal, am Wochenende war dieses Summer Sale von Steam und da waren die beiden miteinander so rund 15 Euro und da habe ich mir die geschnappt und dachte ich mir, ey, die spielst du auf jeden Fall mal. Die sollen auch auf jeden Fall sehr gut sein, die Spiele, habe ich gehört. Und, ach so, ist das jetzt? Jetzt gehen wir mal zurück. Mach einfach ein neues Spiel. Untertitel machen wir an, weil das möchte ich schon haben. Ja. Moment, ich muss jetzt mal schauen, nicht, dass ich jetzt rede und mein Mikro wieder mal ausgeschaltet ist. Nein, gut. Weiter, wir spielen auf normal. Ich denke mal, das wird passen. Also, ich denke mal, wird es nicht so schwer. Normal, los geht's. Partgröße wird ungefähr 20 Minuten ungefähr sein. Das wird dann schon reichen. Los geht's! Zurück, du Narr, ich habe eine Bombe! Ah, richtig! Hey, Sharpy! Toll, was du aus diesem Ort gemacht hast! Für dich heißt das Anstaltsleiter Sharp. Bowles! Yo, Frankie! Wie geht's Frau und Kindern? Vermisst Klappe, du mich? Klappe, Cloud! Viele hier würden sich gern mal mit dir unterhalten. Wirklich? Laufen stört mich nicht! Hey! Nicht so fest, du zerknitterst den Anzug! Bring diesen dreckigen Kreton hier raus! Anstaltsleiter, hier stimmt was nicht. Ich gehe mit ihm. Da glaube ich auch, dass das nicht stimmt. Ja, Sir. Er wartet an der Patientenübergabe auf Sie. Er ist kurz vor Ihnen gekommen. Okay. Sharpie liebt seine Kameras. Hey, Sharpie! Filmst du auch meine Schokoladenseite? Aber naja, ich sehe überall gut aus. Ich will, dass er sicher weggeschlossen wird. Bei einem weiteren Ausbruch verliere ich die Unterstützung bei meiner Bürgermeisterkampagne. Keine Angst, Anstaltsleiter. Ich habe heute jede verfügbare Wache eingesetzt, Sir. Ich hoffe, das reicht, Officer North. Zu Ihrem Besten. Joker ist unsere größte Herausforderung. Seine Heilung wird Einfluss auf meine Reputation haben. Sagen Sie Dr. Young, Ihr Patient wäre da. Kommst du nicht, Bats? Was jetzt? So? Achso. Heil dich, du Trapp, du kommst noch zu spät zur Party. Ach so, ich dachte, ich bin so dumm dafür, dass das Spiel nicht startet. Ein neuer Patient in der Lobby der Intensivbehandlung. Das nicht erfolgt. Ach Leute, das regt mich wieder auf, diese Lautstärke. Ich verliere fast. Ah, deswegen. Das hat sich wieder umgestellt. So eine Scheiße. Ich habe extra ein Spiel gestartet. Ach so, das gilt für jedes Spiel anscheinend.
Okay. Ah, schon besser. Schon besser. Es ist immer wieder schön, auf meine kleine Hacienda zurückzukehren. Man ist ja voll unlustig. Wisst ihr was? Ich fand die gute alte Suche in den Körperöffnungen besser. Es war viel intimer. Ich habe ein rotes Licht. Mehrere verbotene Gegenstände. Ich will, dass Joker nochmal durchsucht wird. Das ist nicht der Patient, das ist... Was schmuggelst du damit rein, Bats? Sag's mir, los, sag's mir. Batarangs? Batclaws? Batsnakes? Der Scanner schaltet bei Joker auf grün. Öffnet das Tor, holt ihn hier raus. Ich will, dass stets Waffen auf ihn gerichtet sind. Lass die nicht aus den Augen. Es ist später noch genug Zeit für dich, Cash. Apropos Zeit. Tick-Tack, Tick-Tack. Hör ich da einen Druck? Lass die Augen. Was ist los, Doc? Schreiben Sie mich für morgen um 4 ein. Wir müssen viel aufholen. Gut. Okay, jetzt wäre lustiger. Hier ist Quincy Sharp, Anstaltsleiter in Arkham. Das ist meine Lieblingsshow. Ich bin Anstaltsleiter, Idiot, du entkommst mir niemals. Rehabilitationszentrum für geisteskranke Joker! Ruhe, ich sag dir, der Zustand der Leitungssysteme in diesen Bundeseinrichtungen ist schockierend. Meine Jungs hätten in diesem unglückseligen Feuer verletzt werden können. Okay. Ich muss Ihren Gefangenen überprüfen, Officer Bowles. Machen Sie das aber schnell. Ich folge nur den Anweisungen. Der Patient scheint in einem zufriedenstellenden Zustand zu sein. Er hat sich kleinere Fleischwunden zugezogen, wohl in den letzten 2 Stunden. Es scheint, dass... Kann ich meine Temperatur messen? Ich lass gern meine Hosen runter. Er gehört dir. Bring ihn hier raus. Alles okay. Mach die Tür auf. Alarm in der Intensivbehandlung. Kategorie 9 Patient auf dem Weg. Beruhigungssystem aktiv. Todesschutzerlaubnis erteilt. Okay. Hast die Lady gehört? Es kommt noch ein Psycho zu uns. Kannst du die Spannung in der Luft riechen? Ich will sehen, wer das ist. Dann war es wohl einer der Wachen. Croc, alter Junge, bist du das? What the fuck? Was ist das denn? Croc, das ist doch so ein Monster, so ein Monstervieh ist das so. Macht euch fertig. Richtet die ganze Zeit eure Waffen auf ihn. Er sieht hinten aus. Was macht es? Ich wittere dich, Batman. Ich bringe dich zur Strecke. Setze die Manschette unter Strom. Krieg dieses Tier endlich unter Kontrolle. Bring das Ding ein hier raus! Sofort! Hält mich nicht davon ab, dich zu töten, Batman! Ich reiß dich in Stücke! Es deine Knochen! Ja, weh! Das erinnert mich an was! Ich muss mir wirklich neue Schuhe besorgen! Okay, nach oben! Was? Ein Käse, was der erzählt! Okay. Festhalten! Wie ist Batman an der Sicherheitskontrolle vorbeigekommen? Hui! Tolle Nacht für eine Party! Nicht, wo du hingehst. Die Nacht ist noch jung, Bats. Ich habe immer noch was in der Hinterhand. Oder findest du es nicht komisch, wie ein Feuer in Blackgate dazu geführt hat, dass hunderte von meinen Leuten hierher verlegt wurden? Hatte ich dir nicht gesagt, dass du still sein sollst? Oh, Frankie. Du solltest wirklich lernen, dein fettes Maul zu halten.
Das bringt dich noch in Schwierigkeiten. Sag mir eins. Du würdest niemals zulassen, dass ich dich so leicht schnappe. Was willst du wirklich? Oh, nicht viel. Hunderte, die in Angst und unter Schmerzen sterben. Alle ihre wertlosen Leben werden zu einem schrecklichen Ende gebracht. Vielen herzlichen Dank. War das die Antwort, die du wolltest? Alle Patienten sollen Kontakt mit Insassen aus dem Blackgate-Gefängnis vermeiden. Ihre Anwesenheit in uns... Was macht er? Bleib, wo du bist. Hol deine Taschenlampe, strahlt ihn an. Anwesenheit in unserer Anstalt ist nur kurz. Was? Vertraust du mir nicht? Es wird abgeraten, sich ihm zu nähern. Unser Gast ist angekommen. Die untere Stockwerke der Intensivbehandlung sind jetzt auf Alpha Rot. Du bist also zurück. Du hast 3 von meinen Jungs getötet, als du hier ausgebrochen bist. Nur 3? Ich werde mich sicher das nächste Mal mehr anstrengen. Wie wär's? Wir könnten 100 versuchen. Okay. Lange Nacht, Jim. Joker überfällt das Rathaus, nimmt den Bürgermeister als Geisel und überlässt es mir, mich mit den Spezialkommandos, den Medien und dir rumzuschlagen. Ja, das war eine höllische Nacht. Hoffentlich die letzte, die wir jemals mit ihm hatten. Ja, klar. Moment. Tut mir leid, Batman. Nur für Arkham-Personal. Ich versichere Ihnen, wenn jemand qualifiziert ist, dann... Ich danke Ihnen für die Unterstützung. Aber das würde die gewalttätigeren Patienten aufstacheln. Ich glaube, er spricht über dich, Bats. Fühl dich nicht wie ein Fremder. Du bist hier immer willkommen. Mann, ich muss sagen, es ist gut, wieder hier zu sein. Geht's dir gut? Er hat fast ohne Kampf aufgegeben. Das gefällt mir nicht. Wenigstens ist er wieder da, wo er hingehört. Mir ist sicher, da passiert noch was. Steh auf! Sofort! Joker ist auf der Flucht. Alarmiert den Anstaltsleiter. Schnell! Wir verlieben ihn, Joker! Der Schatz geht auf deine Kosten. Liebling, ich bin zu Hause! Komm rein! Ich stelle eine Falle auf und du bist herrlich reingetroffen. Jetzt lass die Party beginnen. Meine Damen und Herren, ich entschuldige mich für die Unterbrechung Ihres Programms. Du bist vor ein paar Sekunden vor die Gegner getroffen und wir dann abgesandt. Bam. Bam. Wie Sie wissen, wie sehr ich ein aufmerksames mit einer Gesamtstrafe von 752 Jahren. Ding, ding, ding. Jetzt kommt Runde 2. Tut mir leid, Batman. Ich muss schnell weg. Ich muss noch vor euch killen. Oh yeah. Ich hoffe mal, ich kann noch irgendwie... Oh, hoppala. Ah, kommt, komm, komm, kommt da, kommt da. Jaha. Hat er mich echt ausgetrickst, der Joker. Der alte Fuchs. Mann. Gut. Das System ist blockiert. Ihr sitzt hier fest. Joker hat die Kontrolle über die Sicherheitsvorrichtung. Oh. Ich finde einen Weg. So. Gordon, versuchen Sie, den Anstaltsleiter zu kontaktieren. Sagen Sie ihm, was passiert ist. Ich komme zurück. Ich habe die Kontrolle über die Anstalt. Er geht an keinen Ort, mit dem ich nicht einverstanden bin. Ist das klar? Wenn du denkst, dass ich dich entkommen lasse... Bla, bla, bla! Immer dieses Heldengesülze. Wenn ich dir zusehe, wird mir langweilig. Wieso kommst du nicht einfach und findest mich? Ja.
Du weißt, dass es eine Falle ist. Natürlich ist es das. Natürlich ist es das. Charakterbiografie. Ah. Könnt ihr euch durchlesen, wenn ihr wollt. Okay, kann man die Story durchlesen. Neue Batman. Ich komme nicht mal zu den Fakten, lol. Doch, jetzt. Okay. Fakten. Berufsverbrecher, finde ich cool. ...1940? Okay. Okay. Ist mir eher egal, könnt sich schon... Ah, das ist nicht so viel... ...zum Lesen. Ja, okay. Von dem habe ich aber jetzt nicht alles gelesen. Das genau. Okay. Oh, hoppala. Wollte ich gar nicht. Los geht's. Auf in die Anstalt. Ah, was geht's denn hier so? LT, heißt das? Kann ich nicht? Ach so. Okay, das ist schwerer als ich dachte. Muss ich ganz ehrlich zugeben. So, dann schauen wir mal ein bisschen hier um. Wow, genau. Ach, hier ist anscheinend nichts. Abwicklungskorridor. Überall, wo der Verrückte hingeht, folgt ihm mit Sicherheit der Tod. Alle Patienten sollten ihre Medikamente jeden Tag zu den verschriebenen Zeiten nehmen. Okay. Kommen wir anscheinend. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B3. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B2. Warnung. Sicherheitslücke auf Ebene B8. Was habe ich angemacht? Davon selbst angemacht. Ja, B. Warte mal. Habe ich das gerade angemacht? Ducken ist das? Hey, Batman! Hier drüben! Warte mal. So. Jetzt bin ich bereit zu dir zu stoßen. So. Hallo. Was ist passiert? Joker ist passiert. Du hast Glück, dass du noch lebst. Er muss da lang gegangen sein. Die Tür klemmt. Ich versuche sie zu öffnen. Wir brauchen bei der Ruhigstellung Hilfe. Ich wiederhole, wir brauchen Hilfe beim Ruhigstellen. Hört das jemand? Können Sie mich hören? Ich bin bei Batman. Hallo? Wo sind Sie? Brauchen Sie da unten Hilfe? Nein. Ich arbeite besser allein. Das ist Mike. Oh Gott, er hat Mike! Franklin, kannst du mich hören? Falls du mich hörst, Hilfe ist unterwegs. Bleib stehen anscheinend, oder? Gut. Ah, nee.
Ja, okay, Leute, das war ja schon mal der erste Part von Batman Arkham Asylum. Und wir sehen uns dann im nächsten Part. Und hör auf mit dem Scheiße schon um das Handy. So, dankeschön. So, Leute, das war's. Ciao, ciao.